Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Lecture in Film. Die Revolution findet trotzdem statt, das Kino von Pier Paolo Pasolini. Und wir freuen uns sehr, uns heute mal wieder einem Dokumentarfilm von Pasolini widmen zu dürfen. Denn er hat auch viele Filme in dieser Richtung gemacht und wir sind sehr gespannt, was Angela Kepler uns nachher dazu zu erzählen hat. Bevor sie nachher auf die Bühne kommt und Vinzenz Zediger sie vorstellt, natürlich gerne noch was zum einen zu der Kopie des heutigen Tages sagen. Comizi d'Amore, Gastmahl der Liebe, kommt heute aus dem Arsenal in Berlin. Wir sehen den Film auf 35 mm. Auch das ist ein großes Vergnügen als Original mit deutschen Untertiteln. Und wie immer haben wir natürlich auch ein schönes Begleitprogramm uns ausgedacht in diesem und im nächsten Monat im Rahmen dieser Reihe. Und das passt auch ganz gut zum dokumentarischen Anspruch. Im Juni werden wir nämlich Dokumentarfilme über Pasolini zeigen. Da haben wir einige Schmuckstücke in der Filmgeschichte gefunden und auftreiben können, die wir Ihnen als Kopien hier zur Verfügung stellen. Das Programmheft ist bereits online verfügbar für den Juni. Schauen Sie da unbedingt mal rein. Demnächst wird es dann auch immer in gedruckter Form vorhanden sein. Diesen Monat haben wir noch das Thema, wer uns häufiger besucht, weiß das, diesen Konflikt zwischen Kommunismus und katholischer Kirche. Und das endet jetzt in diesem Monat mit einem ganz selten gezeigten Film, aber gleichzeitig einer Klassikerreihe, kann man sagen, nämlich dem letzten Teil der Don Camillo-Reihe, Il Compagno Don Camillo, Genosse Don Camillo, der dann auch zum Teil in der Sowjetunion spielt und ja, wo er sich zum Teil als Kommunist ausgeben muss, um dort zu überleben. Ein ganz spannender Konflikt. Die Kopie aus unserem Archiv sieht man sehr, sehr selten. Unbedingt mal reinschauen, wenn man die Zeit hat. Bevor ich an Vinzenz Hediger übergebe, noch der Hinweis, denn wir haben diesen Monat einen ganz besonderen Gast noch im Rahmen einer anderen Filmreihe, und zwar 50 Jahre Kuratorium junger deutscher Film. Und 10 Jahre, was tut sich im deutschen Film? Denn am Pfingstmontag wird Ulla Stöckel hier bei uns zu Gast sein. Und das sage ich deswegen auch, weil das ist wirklich das ist unglaublich selten, dass sie überhaupt in Deutschland ist. Sie lebt in den USA und gilt als die wichtigste weibliche Vertreterin des neuen deutschen Films. Sie hat den ersten feministischen Film der Bundesrepublik gemacht. Neun Leben hat die Katze, den wir auch am Montag in restaurierter Fassung zeigen. Und ja, am Mittwoch hat Philipp Gröning über sie gesagt, sie ist eigentlich für ihn die weibliche Form von Godard in Deutschland. Und ein ganz toller Film, der sich wieder zu entdecken lohnt. Das soll jetzt genug Werbung sein für Veranstaltungen in der Zukunft. Wir freuen uns auf den heutigen Abend. Ich übergebe das Wort an Vinzenz Hediger. Viel Vergnügen. Ja, guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Pier Paolo Pasolini ist vieles, wie wir mittlerweile recht gut wissen: Dichter, Schriftsteller, Filmregisseur, engagierter Intellektueller, politischer Kommentator. Man könnte die Liste noch erweitern und sagen, er ist oder er war in gewissem Sinne auch Soziologe. Er hat natürlich nie Soziologie studiert. Studiert hat er Kunstgeschichte unter anderem. Er hat auch nie eine Professur inne gehabt und keine dicken Bücher à la Bourdieu publiziert, aber Fragen der Kunst waren für ihn, um es mal so allgemein zu sagen, natürlich immer auch Fragen der Gesellschaft. Oder um es etwas genauer zu fassen, er hat gesellschaftliche Fragen zum Gegenstand seiner Kunst gemacht und künstlerische Verfahren, so könnte man sagen, für die Analyse gesellschaftlicher Problemlagen entwickelt. Das prägnanteste Beispiel hierfür ist der Film, der heute auf dem Programm steht, Comizi d'Amore, das Gastmahl der Liebe von 1963. Mehr als ein halbes Jahr lang, 1963, März bis November, reiste Pasolini für diesen Film quer durch Italien und führte mit allen möglichen Menschen Gespräche, die er aufzeichnete, und stellte ihnen Fragen zur Liebe und zur Sexualität, genau noch zu ihren jeweiligen sexuellen Vorlieben auch. Ergänzte das mit Experteninterviews. Sie werden in dem Film zwei ältere Herren in adretten Anzügen sehen, die zwischendurch in einer schönen Gartenanlage befragt werden. Der eine ist Alberto Moravia, der Schriftsteller, und der andere, und deswegen erwähne ich das hier jetzt, Cesare Musatti, Psychologe und Psychoanalytiker und in gewissem Sinne Begründer der psychoanalytischen Filmtheorie. Ein Psychologe, der Freud in Italien bekannt gemacht hat und ein ganzes Buch über das Kino geschrieben hat, über Woody Allen übrigens, unter anderem in seinem fortgeschrittenen Alter.
Die Sexualmoral im Wandel. Ein durchaus soziologisches Thema, aber eben von Pasolini künstlerisch umgesetzt. Es gibt für diesen Film gewiss niemanden, der besser geeignet wäre, im Rahmen einer Reihe wie dieser über diesen Film zu sprechen, als Angela Kepler. Angela Kepler ist Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Mannheim, wo sie das dortige, mittlerweile zu den wichtigsten seiner Art in Deutschland zählende Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft aufgebaut hat. Zu ihren wissenschaftlichen Leistungen zählen mehrere Bücher über Fragen der Film- und Fernsehästhetik, so etwa Mediale Gegenwart, eine Theorie des Fernsehens am Beispiel der Darstellung von Gewalt von 2006 und soeben erschienen bei De Gruyter das Fernsehen als Sinnproduzent, soziologische Fallstudien, sowie ebenfalls, oder das ist noch im Erscheinen, ein Grundlagenwerk zur soziologischen Film- und Fernsehanalyse, ebenfalls bei De Gruyter. Von Hause aus ist Angela Kepler Soziologin und als solche Autorin einer nach wie vor auch für Medienwissenschaftler zur Pflichtlektüre gehörenden Studie mit dem Titel Tischgespräche, ein Thema, von dem auf Anhieb evident ist, dass es auch für den heutigen Film einschlägig ist. Angela Kepler wird Pasolinis Film unter einem Gesichtspunkt angehen, der den soziologischen mit dem filmästhetischen Zugang verbindet, also ihre beiden großen Stärken ausspielt. Es wird um die Kunst des Films gehen, im Gesagten das Ungesagte und im Ungesagten das Gesagte spürbar zu machen. Bitte begrüßen Sie gemeinsam mit mir Angela Kepler. Schön, dass du mir entgegenfällst, Vincent, aber nach diesen einen wunderschönen guten Abend, ja, nach diesen einleitenden Worten von Vincent Sediger müsste eigentlich ich hier umfallen, weil, ja, ich fürchte, ich hoffe, ich kann diesen Worten gerecht werden. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel über, ja, die Kunst spreche. Ich freue mich auch sehr, mal wieder über einen Dokumentarfilm sprechen zu können. Also ähnlich wie Sie, Herr Spörri, finde ich, dass wir, ja, eigentlich der Dokumentarfilm weitgehend doch verschwunden ist, auch aus unseren Diskussionen zu sehr verschwunden ist. Und insofern kann ich heute über was sprechen, dem eigentlich meine alte Liebe gilt. Also mit der Liebe zum Dokumentarfilm habe ich als Soziologin angefangen, mich mit Film und Fernsehen zu beschäftigen. Aber nun geht es ja nicht um mich, es geht um Pasolini. Also, Vincent Hediger hat gerade mir meinen ersten Vorspann quasi schon vorweggenommen oder den erspart, nämlich was ist hier passiert, sozusagen auf der vordergründigen Ebene, von März bis November 1963, wie bereits gehört, reiste Pasolini mit einem Kamerateam von 2 Kameraleuten und in einem Fiat 500, das vielleicht noch als Detail, durch Italien, also vom Norden, vom nördlichsten Italien bis zum südlichsten, nach Sizilien, Kalabrien, und befragte eben völlig, also nicht wahllos, sondern sicher gezielt, Kinder, Männer, Frauen aus den unterschiedlichen Regionen und vor allem auch aus den unterschiedlichen Klassen nach ihrem Verhältnis zur Sexualität. Und eben das Ergebnis dieser filmischen Recherchen ist sein 1964 erschienener Film Comizi d'Amore. Soweit, so gut, soweit klingt das ja alles auch ziemlich einfach. Ganz so einfach verhält es sich mit dem Film dann doch nicht, denn der Film stellt uns, so finde ich zumindest, oder er stellt seine Deutung durchaus vor einige Rätsel oder ja, mehr Rätsel als Geheimnisse, seine Vielschichtigkeit. Und ich will zur Einstimmung auf diesen Film, denn darum soll es ja eigentlich gehen, gar nicht mehr tun, als einige dieser Rätsel zu benennen, sie darauf aufmerksam zu machen, sodass wir dann im Anschluss auch gemeinsam darüber diskutieren können. Also was sind diese Rätsel? Oder es gibt so einige Punkte, die ein bisschen widerspenstig sind, etwas sperrig. Das fängt eigentlich schon an mit dem Originaltitel. Vincent Hediger hat ihn zitiert, Comizi d'Amore. Amore, Wort, das wir alle kennen, Amore steht hier nicht für die romantische Liebe, sondern Amore steht für die Praktiken der Sexualität. Das ist das erste Mal. Das zweite ist sozusagen, dass der Verleihtitel, unter dem der Film in Deutschland lief und läuft, Gastmahl der Liebe,
das führt gerade deshalb völlig in die Irre. Also weil mit Anleihen etwa bei Platons Symposion, also mit der Idee der Liebe nach dem Verlangen, einem Verlangen nach dem Schönen, Wahren, Guten, haben wir es hier gerade nicht zu tun. Dann noch, was die deutsche Synchronisierung des Films bietet, denn auch gleich eine ganz andere Übersetzung an, nämlich hier ist die Rede von Umfrage zum Thema Liebe. Das kommt der Sache zwar schon näher, führt aber ebenfalls am Originaltitel vorbei, allein deshalb, weil comici der Plural des italienischen Wortes comizio ist. Und comizio, also und wenn schon, müsste es dann sozusagen Umfragen heißen, wir müssten den Plural benutzen. Aber interessanter noch ist sozusagen, dass die Grundbedeutung dieses Wortes, comizio, weder Umfrage noch Untersuchung ist, wie es bei manchen, also bei den Untertiteln jedenfalls, die ich hatte, häufiger heißt. Die Grundbedeutung von comizio ist eigentlich Kundgebung, und zwar Kundgebung in einem politischen Sinn. Also in einem politischen Sinn, dass eine Comitio ist eine Wahlveranstaltung oder ähnlich geartete politische Veranstaltungen und Versammlungen sind damit gemeint. Und auch wenn der Film sozusagen über weite Strecken aus Befragungen und in der Folge dann eben auch aus Unterhaltungen über die vorrangig über die körperliche Liebe besteht, so deutet sein Titel Comizi d'amore zumindest an, dass er als eine Kundgebung und, ich denke, man könnte auch sagen, eine Demonstration in Sachen Liebe verstanden werden will. Auf die Frage, die damit verbundene, nach dem politischen Impetus des Films, werde ich gleich noch zurückkommen. Ich werde deshalb erst noch was anderes sagen, denn dieser politische Impetus hängt bei diesem Film, wie es eigentlich bei jedem Film der Fall ist, wesentlich mit der spezifischen Form des Films zusammen. Und hier sozusagen stellt sich das nächste Rätsel. Denn mit was für einem Film haben wir es überhaupt zu tun? Mit einem dokumentarischen Film oder einem Dokumentarfilm, so viel ist klar. Aber mit was für einem? Von dem Schriftsteller Alberto Moravia, auch von dem haben wir ja schon gehört, der zwischendurch immer wieder zu Wort kommt, lässt sich Pasolini bereits ganz am Anfang eine Klassifikation für den Film vorgeben. Es handele sich, sagt Moravia, offenbar am Beginn der Dreharbeiten, also lange bevor der Film dann fertig war, um das erste Mal, dass in Italien ein Film im Stil dessen gedreht werde, was die Franzosen, so Moravia, Cinema Vérité nennen. Und mit dem an das Tabu des Schweigens über Sexualität gerührt werde. Dieser Begriff, den vermutlich die meisten von Ihnen kennen, dieser Begriff des Cinema Vérité bezeichnet eine Variante, klar, des Großgenres, man so will, Dokumentarfilm, und wurde historisch zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem Film Chronique d'un été von Jean Rouch und Edgar Morin aus dem Jahr 1961 gebraucht. Rouch und Morin beginnen ihren Film mit einer Diskussion, also ihren Film Chronique d'un été, mit einer Diskussion darüber, ob es möglich ist, wahrhaftig vor einer Kamera zu agieren. Und da steckt schon sozusagen dieser Grundgedanke des Cinema Vérité drin. Denn Cinema Vérité, so kann man sagen, benutzt die Macht der Kamera, um Reaktionen zu provozieren und etwas zu entdecken. Die Filmemacher machen sich selbst als solche sichtbar und stellen damit immer auch ihre eigene Position in Frage. Selbstreflexion und Provokation sind zwei Merkmale, die das Cinema Vérité etwa von seinem Vorläufer, dem amerikanischen Direct Cinema, unterscheiden. Beim Direct Cinema, im Unterschied zum Cinema Vérité, versucht ja die Kamera, sozusagen die Filmemacher, möglichst nicht zu zeigen. Ihr Einfluss auf das Geschehen soll stets nur minimal sein oder minimiert werden. Und daher stammt ja auch dieser berühmte Terminus, also die Kamera beim Direct Cinema soll wie die berühmte Fly on the Wall, also die Fliege, die man nicht bemerkt, ein möglichst unbemerkter Beobachter sein. Also so viel zu diesem Spannungsfeld oder Unterschied zwischen Cinema Vérité und Direct Cinema. Gemeinsam, und das ist sozusagen das, was für uns, da wird es für uns interessant, gemeinsam ist beiden Traditionen, dass sie auf ein ja, bis dahin eigentlich den Dokumentarfilm dominierendes Stilmittel, nämlich ein autoritatives Voice-Over, verzichten. Also es geht,
nicht darum, dass ein auktorialer Erzähler uns die Welt interpretiert und sagt, was wir da sehen und wie wir es zu sehen haben, sondern es geht grundsätzlich um einen ethnografischen Zugang zu weitgehend, so das Ziel zumindest, unverstellt aufgenommenen sozialen Situationen. Es geht darum, die gezeigten Menschen für sich selbst sprechen zu lassen und eben ihren Alltag auch möglichst direkt zu erfassen. Dergleichen finden wir in Pasolinis Film, allerdings in einer Kombination und Transformation, die sich einer Einordnung in die gängigen Unterscheidungen eben des Dokumentarischen auch immer wieder entzieht. Pasolini ist mit seiner manchmal unauffälligen, manchmal auffälligen, in der Strategie aber ein ums andere Mal wechselnden, stets unterbrechenden und teilweise provokativen Fragetechnik in seinen nicht ohne Ironie geführten Interviews mit diversen Autoritäten und nicht zuletzt mit seinen auch immer wieder eingesprochenen Kommentaren gleichzeitig präsent und nicht präsent. In dieser Grundanlage des Films unterläuft der Film dann, und das wäre vermutlich eine These, über die wir nachher, über die sich diskutieren lässt, das wäre zumindest meine These erstmal, dass in dieser Grundanlage der Film auch die von Bill Nichols vorgeschlagene Klassifizierung von Dokumentarfilmen in einen Observational Mode, der wie das Direct Cinema sich möglichst nicht in das Geschehen einmischt, und einem Interactive Mode, in dem die Filmcrew direkt mit der zu beobachtenden Welt interagiert. Gerade im Überspielen oder im Überzeichnen und Wechseln solcher Genreabgrenzungen liegt jedenfalls nach meinem Urteil die künstlerische Stärke dieses Films. So viel sozusagen einleitend zu den Rätseln, die der Film aufgibt oder den Überlegungen. Ich will nun ganz kurz was zum Aufbau sagen, denn bei diesem Film, ich denke, ist es wichtig, und auch um diese Grundthese zu verstehen, dass man ein bisschen den Gang der Dinge im Voraus strukturiert. Und deshalb will ich Ihnen nur ganz kurz einen Überblick über den Ablauf geben. Der Film ist, auch das haben wir schon gehört, knapp 90 Minuten lang. Abgesehen von einem kurzen Vorspiel und einem noch kürzeren, eher poetischen und im Übrigen fiktionalen Nachspiel, hat er vier voneinander durch Zwischentitel abgegrenzte Teile. Der erste Teil, überschrieben mit Ricerche uno grande fritto misto alla italiana, ist seinerseits wiederum nochmal in fünf Kapitel unterteilt. Das macht es so beim ersten Sehen nicht immer ganz einfach. In diesen fünf Kapiteln werden an unterschiedlichen Orten in der Stadt und auf dem Land zunächst gemischte Gruppen und Personen befragt, danach Soldaten, dann Studenten und am Ende dann ausschließlich Frauen. Der nach 40 Minuten beginnende zweite Teil ist dann mit Ricerche due, Schifo o Pietà, also Ekel oder Mitleid, überschrieben und widmet sich dann, spezifischer schon, unterschiedlichen Reaktionen zur Homosexualität. Auch dieser Teil wird wie der erste durch einen aus dem Off gesprochenen Kommentar des Regisseurs eingeleitet. Nachdem die Italiener die bislang eher allgemein gestellten Fragen vorwiegend mit No Comment beantwortet hätten, sei es an der Zeit zu sehen, was passiere, wenn sie gezielt und brutal auf Homosexualität angesprochen würden. So Pasolini. Und diesmal gibt es dann auch tatsächlich deutlich, Sie werden es sehen, direktere Antworten. Nach 48 Minuten, knapp 48 Minuten, wird, unterlegt von einem immer wieder oder öfter erklingenden Song von Elvis Presley, eine Pause angekündigt. Und diese Pause, so Pasolini, solle dazu benutzt werden, an etwas anderes zu denken, da nichts ermüdender sei, als über Sexualität zu reden. Zumal, so dann Pasolini, das Schlimmste erst noch komme. Danach beginnt die dritte Recherche unter der Leitfrage dann La Vera Italia. Im Gespräch wiederum mit Moravia gesteht Pasolini, dass seine Untersuchungen in eine tiefe Krise geraten seien. Deshalb habe er seine Art zu fragen nochmals verändert und habe versucht, Zitat, mehr auf einer praktischen Ebene zu bleiben. Zitat Ende.
Jetzt gehe es vorwiegend um die Rolle der Sexualität in Ehe und Familie sowie um das Recht auf Scheidung. Und es kommt zu wiederholten Mal zu erregten Stellungnahmen und Streitgesprächen in dieser Sache dann im Film. Nach weiteren gut 20 Minuten folgt in einem sogenannten Endspurt die letzte Recherche, in der der Regisseur nach eigener Auskunft jede idealistische Ambition hat fahren lassen und lediglich an einem, Zitat, Denkmal für das altertümliche, unschuldige, heißblütige Italien der 60er Jahre, Zitat Ende, gearbeitet habe. Im Mittelpunkt steht nun das Thema Prostitution, das schon im ersten Teil kurz zur Sprache gekommen war. Anlass ist hier ganz konkret das in Italien seit 1958 geltende Verbot von Bordellen gemäß der Lex Merlin, das auf einen Antrag der linkssozialistischen Senatorin Angela Merlin oder Angela Merlin zurückging. Die Befragungen hierzu nehmen ihren Abschluss dann in Sizilien, wo es zu einer lebhaften Diskussion über die Veränderbarkeit der Welt kommt. In seinem ersten Schlusswort, es gibt da noch eins, äußert der Regisseur dann die naive Hoffnung, wie er selbst sagt, auf ein das Wirtschaftswunder begleitendes kulturelles Wunder, dem er dann zum wirklichen Abschluss sozusagen des bittersüßen Nachspiels eine von Elvis Presley und Glockengeläut untermalte Botschaft hinterher schickt, die da lautet: Schweigen sei sträflich und zur Liebe gehöre das Bewusstsein der Liebe. Damit endet dann Pasolinis, wie er es zu Beginn selbstironisch genannt hat, sein filmischer Kreuzzug gegen Angst und Ignoranz. Diese knappe Zusammenfassung gibt natürlich nur einen sehr unzulänglichen Eindruck, wie könnte es anders sein, der heterogenen Klang- und Bildwelten, von denen Comizi d'Amore von der ersten bis zur letzten Sekunde lebt. Aber das sehen und hören Sie ja gleich selbst. Deshalb beschränke ich mich jetzt, bevor ich zum Schluss noch zumindest einen kurzen Deutungsvorschlag mache, möchte ich mich darauf beschränken, Ihnen einige Hinweise auf die Besonderheiten zur Dramaturgie des Films zu geben. Also sozusagen um die Aufmerksamkeit noch ein bisschen zu lenken, zu unterfüttern. Zunächst mal das Naheliegende. Der Film ist kein Hörspiel, sondern er entfaltet trotz seiner Konzentration auf das gesprochene Wort eine reiche Choreografie von Schauplätzen, Gesichtern, Haltungen, Gesten, Stimmungslagen, Stimmen und vor allem auch von Idiolekten. Das ist wichtig sozusagen, dass wir in dieser Choreografie, dieser Unterschiedlichkeiten, das macht seine besondere Spannung, seinen dramatischen Rhythmus aus. Comizi d'Amore folgt insgesamt einem Rhythmus der langsamen, aber sozusagen stetigen Dramatisierung des Themas über zunächst eher banale Auskünfte, dann durchaus kontroverse Einlassungen zu Homosexualität und Ehe, bis hin zu durchaus leidenschaftlichen politischen Disputen am Ende. Immer gewichtiger, bis sie dann im sizilianischen Finale quasi wieder leiser werden, ist die Lage der Frauen, die dann immer mehr in den Mittelpunkt rückt und ein zentrales Thema wird und bleibt. Weiterer Punkt, regionale Differenzen und die vorhin schon erwähnten Klassenunterschiede werden ständig sicht- und spürbar und sie werden auch immer wieder thematisiert und angesprochen. Verdeutlicht werden sie durch ebenso sparsame wie intensive Blicke auf den Kontrast italienischer Landschaften. Also dieser Weg vom Norden nach Süden wird durchaus durch Blicke nach draußen, durch Blicke auf die Landschaft dann nicht illustriert, sondern dadurch wird intensiv erfahrbar, was diese Unterschiede auch ausmacht, nochmal auf einer visuellen ergänzenden Ebene. Auffällig sind auch, und das wurde vorhin schon angesprochen, sind die wiederholten Intermezzi mit Fragen an Intellektuelle. Und da vielleicht nicht alle wissen, wer diese im Einzelnen sind, der eine wurde schon genannt, Cesare Musatti, den hat Vinzenz auch schon erläutert, da kann ich sozusagen, das kann ich das Kürzeste machen, also Musatti, der von Haus aus, glaube ich, Mathematiker war und dann Gestaltpsychologe, war sozusagen
wie schon gehört, einer der Pioniere der Psychoanalyse und auch der psychoanalytischen Filmtheorie in Italien. Neben Musatti ist es vor allem Alberto Moravia, ein schon damals, also 1963, berühmter Schriftsteller, in dessen Erzählungen und Romanen Sexualität eine besondere Rolle spielt. Moravia ist vielleicht den meisten von Ihnen durchaus auch als, ja, in gewisser Weise nicht als Drehbuchautor, aber viele seiner Romane wurden verfilmt. Sie wurden verfilmt unter anderem von De Sica, Bertolucci und von Godard. Auch hier, also Le Mépris ist einer der die Verachtung auf Deutsch mit Brigitte Bardot und Michel Piccoli. In diesem Film, in dem es ja neben der Verachtung des kommerziellen Films vor allem auch um die Liebe und auch um die Liebe zum Film und zum Filmemachen geht. Also hier haben wir durchaus eine Parallele zu unserem heutigen Film. Auch dieser Film Le Mépris beruhte auf einer Erzählung von Moravia. Moravia darüber hinaus war ein Freund Pasolinis und er war wie Pasolini auch Mitglied der KPI, der Kommunistischen Partei Italiens. Neben den beiden finden wir noch den Namen, der wurde glaube ich noch nicht genannt, ist Giuseppe Ugaretti. Auch hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob alle ihn kennen, wahrscheinlich schon. Giuseppe Ugaretti galt als avantgardistischer Lyriker. Auch hier gibt es durchaus einen Bezug zum Thema, zum Inhalt des Films. Die Lyrik Ugarettis handelt vor allem oder in erster Linie von den Grenzen des menschlichen Daseins, von der Bedrohung des Menschen durch die Irrationalität der Gefühle, vom Drama vor allem auch sich nahestehender Menschen. Auch hier ist also Gedichte von Ugaretti wurden unter anderem von Ingeborg Bachmann, Hilde Domin und Paul Celan ins Deutsche übertragen, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Danach dazu noch, nicht last but not least, aber taucht zum Beispiel auch Oriana Fallaci auf, Journalistin und Schriftstellerin, später ein linksliberaler Star oder ein internationaler Star des linksliberalen Journalismus. Hier vielleicht hier auch nur noch eine kleine Bemerkung. Oriana Fallaci war diejenige, die 1978 im italienischen Wochenmagazin L'Europeo geschrieben hat, dass der Mord an Pasolini nicht von einem Strichjungen begangen wurde, sondern von einer rechtsradikalen Schlägertruppe. Und für diese Behauptung oder für diese Veröffentlichung musste sie damals für 4 Monate ins Gefängnis in Italien und wurde mit einem Jahr Berufsverbot belegt. Also 1978. Ne? Gut, also diese Intellektuellen oder all diese Leute reflektieren ein wenig aus recht unterschiedlichen Perspektiven über das Projekt des Films und vor allem eben auch über die Rolle der Sexualität. Sie unterbrechen damit immer wieder diese ethnografischen Erkundungen und werfen, nicht zuletzt aber auch durch ihre Worte, durchaus ein zusätzliches Licht auf diese. Vielleicht am eigentümlichsten aber sind die unterschiedlichen Rollen, die Pasolini selbst in diesem Film, einmal abgesehen davon, dass er nie seine eigene Homosexualität thematisiert, sondern dass er die immer wieder ausblendet, ist es vor allem auch die Rolle, die er als Interviewer einnimmt. Als Interviewer hält er sich nicht heraus, ja, Cinema Verité, sondern mischt sich ständig auf verschiedene Weisen ein. Durch sehr direktes Fragen und Nachfragen, durch Ergänzungen und Kommentare. Das Interessante oder das Spannende ist aber vor allem, wie er das tut. Und zwar tut er das die ganze Zeit ohne jegliche Form von Zudringlichkeit oder Aggressivität. Was dazu führt, dass eben auch in diesem Film niemand vorgeführt wird, also vorgeführt im Sinne von bloßgestellt wird. Also dieser Realismus führt eben gerade nicht dazu, zu diesem Bloßstellen, Vorzeigen, was wir in den späteren Spielarten oder in den heutigen des Reality-TV zum Beispiel immer wieder erleben. Also als Interviewer hat er diese besondere Gabeform. Als Off-Kommentator, also da, als solcher tritt er ja durchaus auf. Und auch in manchen der Interviews reflektiert er auch ständig sein Tun. Er beweist hier durchaus Selbstironie und Selbstdistanz. Auch gerade in seinen resümierenden Texten am Ende
die er immer wieder dann einspricht, auch die behalten in gewisser Weise den Status von Versuchsanordnung. Also er selbst thematisiert es als einen Versuch. Und last but not least auch als Regisseur, also auch dieses ist ja seine Rolle, auch als solcher hält er sich sozusagen von jeder despektierlichen Sicht auf seine jeweiligen Gegenüber völlig fern und verleiht seiner Reportage durchaus immer wieder ja sowas fast wie eine Prise eines surrealistischen Humors. Surrealistischer Humor verstanden als die Kunst, sich und das eigene Anliegen eben darin überaus ernst zu nehmen, dass es nicht zu ernst genommen wird. Also auch diese Kunst beherrschte. Nicht zu übersehen ist schließlich vor allem für ein heutiges Publikum, also für uns heute, der erhebliche Verfremdungseffekt der von einer vor 53 Jahren geführten dokumentarischen Recherche über sexuelle Zwänge und Freiheiten und vor allem auch von Diskussionen über die Zukunft der Familie ausgeht. Die wiederkehrende, im Film wiederkehrende Frage, ob es mit der Sexualmoral heute oder früher besser stehe, richtet sich sozusagen unweigerlich auch immer an uns, also an das jeweils aktuelle Publikum und in akademischen Kreisen vielleicht durchaus auch an ein Publikum, das möglicherweise von Foucault gelernt hat, dass die sogenannte sexuelle Befreiung so befreiend nun auch wieder nicht immer war. So, bevor ich zu meinem Resümee komme, möchte ich wenigstens, weil ich jetzt ja sehr oder primär über den Inhalt des Films gesprochen habe, möchte ich wenigstens noch sagen, zwei kurze Sequenzen kommentieren, die ich Ihnen jetzt aber nicht vorab zeige, weil ich eigentlich möchte, dass Sie die doch dann zwar aufmerksam, aber unvoreingenommen oder als zum ersten Mal betrachten können. Zwei kurze Sequenzen, um Sie hier mal einzustimmen auf die durchaus raffinierte Bildregie dieses Films. Und die man, zumal wenn man den Film zum ersten Mal sieht, also da spreche ich zumindest aus meiner Erfahrung, wegen der starken Präsenz des gesprochenen Wortes auch leicht übersehen kann. Die erste Sequenz, die wird so nach einer knappen Dreiviertelstunde, genau bei Minute 43 und 40 Sekunden, werden Sie die sehen, die stammt aus dem zweiten Teil, also der zweiten Recherche, in der es um das Thema der Homosexualität geht. In dieser Szene, Sie werden das auch sofort erkennen, befinden wir uns in einem Zug, über dessen Fahrtrichtung, wohin der fährt, wir nichts erfahren. Also ist auch unwichtig, völlig unwichtig. Nachdem Pasolini einen Schaffner vor dem Hintergrund der vorbeiziehenden Landschaft zu seiner Einstellung gegenüber sexueller Anormalität befragt hat, erfolgt ein abrupter Schnitt in ein bereits laufendes Gespräch in einem Zugabteil, währenddessen der Interviewer in diesem Fall durchweg unsichtbar bleibt. In diesem Abteil äußern sich nacheinander drei wohlsituierte Herren zu den insistierenden Fragen Pasolinis. Nachdem die beiden ersten vergleichsweise moderaten Widerwillen gegen die Homosexualität vor dem Blick einer leicht schwankenden Kamera geäußert haben, folgt immer wieder ein Schnitt auf die vorbeiziehende Landschaft, womit dann eine sehr knappe, aber durchaus markante Zäsur gesetzt wird. Während also für 5 Sekunden eine ebene Landschaft vor einem Bergmassiv vorbeizieht, hört man die nächste Frage des Interviewers, die da lautet: Können Sie beschreiben, worin Ihre Empörung besteht? Diese Frage ist an den dritten Mann im Abteil gerichtet, den man daraufhin antworten sieht. Woraus ersichtlich wird, dass hier wieder ein Sprung sozusagen im realen Gesprächsablauf erfolgt. Dieser dritte Herr nun äußert sich weit ausführlicher als die beiden anderen und vor allem weit ablehnender als diese. Noch zweimal kurz unterbrochen durch einen Blick der Kamera aus dem Fenster, der den Eindruck erweckt, als wolle Pasolini in Distanz zu dem Spießertum der Befragten gehen. Als dieser dritte Mann nun in seinen immer wieder ansetzenden Antworten, da macht vor allem die Körperhaltung des Mannes deutlich, wie sehr ihm das ganze Thema zuwider ist.
Fast durchgehend wendet er den Blick von der am Eingang zum Zugabteil postierten Kamera und schaut starr in Richtung Fenster. Auch den ihm vermutlich gegenüber sitzenden oder stehenden Pasolini würdigt er keines Blickes. Er, der betont, er entferne sich von allem, was auch nur den Anschein des Abnormalen erwecke, sagt in seiner bloßen Körperhaltung noch weit mehr als mit seinen Worten. Obwohl Pasolini die eigene Homosexualität auch hier nicht erwähnt, zeigt sich doch hier gerade eine durchaus physische Aversion des Mannes, dieses befragten Mannes, gegen einen, der sich am helllichten Tag für die Varianten der Sexualität interessiert. Hier wird die gesellschaftlich verbreitete soziale Abscheu und Ächtung von abweichendem sexuellen Verhalten gerade durch das Bild fast mehr noch als durch die Worte manifest. Und das ist sozusagen meiner Meinung nach eine der Grundstärken dieses Films. Der Schauplatz der zweiten Sequenz ist ein Strand in Kalabrien. Diese zweite Sequenz ist ungefähr 12 Minuten nach dieser gerade angesprochenen. Wir sind hier bereits jetzt im dritten Teil des Films. Hier geht es um die Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und ich will Ihnen jetzt diese Passage gar nicht lange beschreiben, aber auch hier wiederum geht es mir darum, ich möchte gerne auf Ihre auffällige Form aufmerksam machen. Denn auch hier in dieser Sequenz kommt es zwar nicht, wie dann verstärkt in den späteren Teilen des Films, zu direkten Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen, die aus durchaus heftig ausfallen unter den Befragten. Aber hier ist vor allem interessant, dass durch die Schnittfolge, die Montage, durchaus ein dialogischer Kontrast zwischen den deutlich voneinander abweichenden Stellungnahmen der Frauen und Männer sowie eines ziemlich unbefangenen Mädchens entsteht. Obwohl die hier in dieser Szene alle dicht beieinander stehenden oder sitzenden Beteiligten einigermaßen gegensätzliche Stellungnahmen abgeben, kommen sie miteinander nicht über die unterschiedlichen Ansichten ins Gespräch. Also hier entsteht kein Disput. Denn alle Befragten, Männer, Frauen, dieses Mädchen, tun sich allein gegenüber der Kamera kund. Einer Kamera allerdings, die zugleich erkennen lässt, dass es sich hier um Freunde und Verwandte oder gut Bekannte handelt, die ihr Leben eben trotz dieser zum Teil sehr unterschiedlichen Perspektiven gemeinsam verbringen oder auch verbringen müssen. Und vielleicht gerade deshalb eben die direkte Kontroverse scheuen und aber sich in der Kamera gegenüber äußern. Der hier gerade ausbleibende Disput über die Gleichberechtigung der Geschlechter wird eben stattdessen von der filmischen Montage der Bilder und Stimmen übernommen. Und dann auch noch, Sie werden es hören, unterstützt von einem eindeutigen Werturteil des Regisseurs. Dass sozusagen Hinweise für das eigene Sehen oder die zu überprüfen natürlich in ihrem eigenen Sehen sein werden. Und sozusagen auf den Spuren dieser letzten beiden Hinweise oder Beschreibungen der Sequenzen möchte ich, und damit komme ich auch schon zum Schluss, sozusagen eine etwas weitergehende Lesart des Films vorschlagen, über die ich nachher gerne mit Ihnen diskutiere, und ich vermute, dass es da auch vielleicht in dem Fall direkten Widerspruch geben könnte, aber mal sehen. Ein guter Ausgangspunkt dafür ist eine Bemerkung des Psychoanalytikers Musatti am Beginn des Films. Welchen Sinn, so hat Pasolini seine beiden Autoritäten, also Moravia und Musatti, gefragt, könne die von ihm geplante Dokumentation haben? Nach einer eher ermutigenden Antwort seines Freundes Moravia schaltet sich ein deutlich skeptischerer Musatti ein. Ich vermute, sagt Musatti, dass die Leute entweder gar nicht antworten oder unechte Antworten geben werden. Zitat Ende. Das klingt ja auf den ersten Blick, zumal ja, für eine Soziologin wie mich, die mit einer gehörigen Skepsis gegenüber jeder Frage von Umfrageforschung gesegnet ist,
recht einleuchtend. Was Musatti hier aber nicht berücksichtigt, und das finde ich, ist wiederum für einen Psychoanalytiker dann doch erstaunlich wenig reflektiert, ist, dass sich in klanglich und eben auch bildlich erscheinender Rede, also in der zugehörigen Körpersprache, Gestik, Intonation, unvermeidlich immer etwas von dem tatsächlichen Selbstverständnis der Sprechenden zeigt. Und dies auch und gerade bei einem besonders heiklen Thema. Und eben diese Erwartung und Versuchsanordnung kennzeichnet den dokumentarischen und eben den dokumentarfilmischen Zugang Pasolinis. Sein ebenso taktvoller wie direkter Zugang zu den Befragten erzeugt vielfältige indirekte Effekte, die er eben in der Inszenierung der vielfältigen Gespräche hervorzurufen und auch einzufangen versucht. In dieser Aufmerksamkeit für das Wie des Gesagten wird dann eben auch vieles Ungesagte vernehmbar. Aber auch das ist nicht alles. Die vielen Fragmente des Beredeten und auch des teils wortarm, teils wortreich Beschwiegenen setzen sich nach und nach zu einem komplexen, wie man altmodisch sagen könnte, Sittengemälde oder Sittenbild zusammen. Aber eigentlich ja, ist es gar kein oder auf jeden Fall nicht nur ein Sittenbild, das so entsteht. Denn aus den eben in Wort und Bild aufgezeichneten Kommunikationssituationen, und um die geht es zum Thema Sexualität, setzt sich dann nach und nach in diesem Film, durch diesen Film, ein Gesellschaftsbild zusammen. Das Bild einer Gesellschaft, die durch ein starkes soziales Gefälle zwischen Nord und Süd, Männern und Frauen, herrschenden und beherrschten Klassen geprägt ist. Einer Gesellschaft, die zwar im Zeichen vieler kleiner Veränderungen, aber nicht oder vielleicht eben noch nicht vor dem großen Aufbruch steht oder stand. Indem der Film das alltägliche Reden über die sexuellen Verhältnisse durchaus ernst nimmt, zeichnet er gleichsam vom Rand her auf, wie es um die Gesellschaft im Ganzen steht und zeigt dabei zugleich, wie wenig randständig das Thema der Sexualität für den Zustand moderner Gesellschaften ist. Aber das gibt er in einem durchaus politischen Sinn kund. Er, dieser Film, ist eben eine Kundgabe, die der Gesellschaft die Augen für ihren in vielen Zügen repressiven Zustand öffnen will. Wie das durch eine ziemlich freizügige Adaption der Gesetze eines unabhängigen Dokumentationskinos oder Dokumentarfilms gelingen konnte, das ist sozusagen, wenn Sie mich fragen, das eigentliche Rätsel dieses Films. Und damit leistet der Film was denke ich, keine Kommunikationssoziologie besser hätte machen können. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und viel Spaß bei diesem großartigen Film.